Ich darf Richard Lundmeier und Anja Kline auf die Bühne bitten, ja, von hier zu kommen. Und es geht jetzt nicht um eine Sendung, sondern es geht um eine Plattform, die auch irgendwie eine Sendung gebärt. Sendung ist bei uns so ein bisschen verpönt in unseren Containern. Man hält uns in Containern. Weil wir sagen, wir wollen diesen Spirit des Webs so ein bisschen ins Fernsehen übertragen, diese Kulturtechnik, dass man auch, also man sagt, keine Sendezeiten hat und dass man auch mal ein bisschen hinhört, was die Leute so reden und nicht nur so auf sie niedersendet. Und deswegen haben wir gesagt, lasst uns das einfach als Plattform betiteln, damit das auch in unseren Redakteursköpfen dann auch, wie soll man sagen, sich einbrennt. So dass die Sendung quasi das Kondensat des Tages ist. Ja, Kondensat des Tages weiß ich nicht, aber wir beginnen in der Tat um 6 Uhr in der Früh schon mit dem ersten CVD der Abendsau, die das Internet also dann nicht ausdrückt, sondern einfach mal scannt. Und wir haben da sehr gute Leute gefunden, die das auch können. Und das setzt sich dann sofort. Wir haben eine Redaktionskonferenz, die wir live im Internet und bei Facebook zum Beispiel auch streamen. Und da kann man dann mit Kommentaren dann auch mit voten, was wir am Abend dann in der Show, ja, in einer halben Stunde Fernsehen dann auch umsetzen wollen. Ihr habt ja bei der Entwicklung der Sendung auch schon auf Beteiligung gesetzt. Also es ist nicht einfach nur in den Containern ausgebrütet worden. Nee, absolut. Also ich habe, das sieht man, eine meiner ersten Skizzen aus meinem Notizblock. Also ich bin da noch ganz analog sozusagen mit Stift und Papier unterwegs. Und solche Sachen haben wir einfach, so Konzeptskizzen haben wir einfach ins Bett gestellt. Im September ging es los und haben dann einfach mal geguckt, was sagen die Leute dazu. Und diese Puppe, ich bin ganz glücklich, die gibt es jetzt wirklich. Ich habe die am Freitag zum ersten Mal gesehen, die wurde gebaut. Sensationell, oder? Das ist wirklich toll, das ist so schön am Schreibtisch und nebenan, wenn wir mit jemandem skypen, müssen wir nicht mehr auf unsere kleinen Geräte gucken, sondern das ist eine echte Puppe und der Kopf ist ein... Eine echte Puppe. Ja, weil der Kopf ist nämlich, wenn Sie mal Lust haben, können Sie auch mit uns skypen. Das heißt, dann können wir Sie da sozusagen uns an den Schreibtisch holen. Und das ist wirklich sehr schön. Ich komme auch selbst vorbei. Ich muss nämlich da... Das ist auch möglich. Und das Tolle... Geht auch immer. Natürlich, weil wir wollen ja immer so das Beste holen, also die Möglichkeiten ausnutzen, so wie sie vorhanden sind. Und ich glaube, da freut sich dann auch der Zuschauer. Denn darf ich das kurz verraten, dass wir jetzt eine kleine Premiere haben, oder möchtest du das machen? Ja. Ja. Seid gerade auf unserer App, zur Rundschau-App. Und die App heißt Die Macht. Wer also in den Apple Store geht, kann sie jetzt auch direkt runterladen. Und das Tolle dabei ist, das ist auch ganz interaktiv. Das Beste kannst du gleich vorstellen. Ich stelle nur ganz kurz mein Lieblingsfeature vor. Es gibt einen Daumen nach oben und einen Daumen nach unten. Das Problem ist ja zum Beispiel beim Tatort, der ist ja dann meistens schon längst fertig, wenn er um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Ist man nicht. Genau. Und wenn wir dann am 14. Tag später auch starten, dann nutzen wir schon die Erkenntnisse und machen es so. Wenn jetzt jemand in der Sendung sagt, das finde ich toll, mir gefällt das, was gerade hier der Fiene sagt, dann drücke ich hier auf grün. Und wenn dann der Richard was sagt, könnt ihr auch auf grün gehen oder auch beim Daumen nach unten. Und dann gibt es ein Geräusch und wir zählen die Klicks. Und bei einer gewissen Schwellgrenze, wenn die dann wirklich überschritten ist, dann wird dieses Wu und Jäh auch im Studio uns signalisiert. Das heißt, wir bekommen mit, wie die Stimmung da draußen ist von den Zuschauern, die Macht benutzen. Und wenn dann zum Beispiel ein Politiker sitzt und da irgendwie ein Jäh oder ein Wu kommt, dann müsste man das nochmal hinterfragen, warum kommt das gerade an oder warum kommt das gerade nicht an. Genau, dazu gibt es dann auch die Möglichkeit, uns einen Kommentar ein bisschen ausführlicher, also wir können uns dann schon mal 140 Zeichen, aber die werden wir auch in der Show dann sozusagen einblenden. Und das geht wirklich blitzschnell. Wir sind wirklich ganz fasziniert darüber, dass wir also diese Technik so hingekriegt haben, dass also wenn Sie hier auf drücken, dann passiert das wirklich 1,5 Sekunden spätestens bei uns auch im Studio. Und das ist wie bei Hänschen Rosenthal früher noch. Ne? So, Sie sind der Meinung, das war spitze. Und wir haben... Nochmal, das war jetzt irgendwie, das war nicht so richtig dynamisch, oder? Geht das nochmal? Der böse Konkurrenz ändert nebenan. Nein, aber das ist auf alle Fälle. Komm nach uns hier. Ehrlich, da können wir ein bisschen überziehen.
wir haben jetzt keinen spannenden Film irgendwie synchronisiert für Sie, damit Sie den in Englisch jetzt anschauen können, sondern wir haben Ihnen eine App geschenkt. Der war doch toll. Aber wir haben Ihnen eine App geschenkt. Nein, das war er nicht. Können Sie sich runterladen. Ist heute wirklich, also gestern Nacht gelauncht worden für Ihr iPhone und Ihr Android-Telefon. Und machen Sie mit, wir lernen von Ihnen sehr viel mehr als Sie von uns. Sie raus in die raue Wirklichkeit. Sie setzen sich allen möglichen Situationen aus, korrekt? Nee, nicht so ganz. Ich dachte, das wäre doch toll. Ja, das war am Anfang unseres Konzepts, aber dann hat unser Publikum gesagt, das fanden sie gar nicht so lustig, dass sie mich jetzt irgendwie von einem Hausdach runterschmeißen oder so. Das haben wir gekillt. Ja. Was gibt es stattdessen? Wir haben ganz tolle, wir haben wirklich tolle Themen, wir haben sehr viele überraschende Gäste, die wir zuschalten werden. Wir haben Waititi zum Beispiel hat uns eine Serie gedreht, gerade in diesem Augenblick findet der Dreh statt, und zwar auf dem Gelände des Westdeutschen Rundfunks. Und wir mussten versprechen, dass die Logos abgehängt werden, damit das nicht zurückverfolgt werden kann, in welcher Anstalt das spielt. Und Waititi... Die Logos werden abgehalten. Ihr habt das für uns verstanden. Logo mit der Gärter. Wir haben also auf alle Fälle eine Serie, und zwar zum ersten Mal im deutschen Free-TV, noch vor YouTube. Yes, YTD bei uns in der Show, und zwar eine Webisode, also eine Serie, die sich fortschreibt. Und da kann man nicht mitmachen, aber man kann wirklich ziemlich viel lachen. Ich habe das Drehbuch gestern gelesen und ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger. Ich dachte, ihr wollt so ein bisschen Ärger. Nein. Nee, das ist ja nicht nur ein bisschen Lachen, nur ein bisschen schon. Aber das, was ich halt auch spannend finde, während der Sendung gibt es halt auch die Möglichkeit, sich per Google Hangout zu beteiligen. Und das ist so, wenn wir ein Tagesthema, und das ist dann auch durchaus ernsthaft. Also wenn erstmal ein bisschen gelacht wird, dann nach 10 Sekunden können wir auch ganz schnell ganz ernsthaft werden. Und wenn wir dann ein Tagesthema, zum Beispiel ein Politiker dann zu Gast ist, egal jetzt persönlich oder auch zugeschaltet, dass dann auch alle auf Augenhöhe sich per Hangout zuschalten können. Und ich glaube, das werden dann sehr interessante Diskussionen werden, und das ist auch eine schöne Möglichkeit, dass man Einzelmeinungen reinholt oder halt auch die einfach abfragt, zum Beispiel über die App. Die App ist jetzt da. Wann geht's los im stinknormalen TV? Das geht einen Tag nach eurem Tatort los. Insofern Wahnsinn, was für ein Timing, ne? Haben wir alles natürlich Masterplan. Und am 14. Mai, das ist der Montag, geht's los. Und dann sind das 4 Wochen. Aber ich möchte nochmal betonen, das ist keine... auf Facebook. Wir streamen auch auf Facebook. Also gehen Sie ruhig auf Facebook-Seite, macht mir nichts, GfK-Quote ist für uns wurscht. Das finde ich übrigens auch toll. Auf die Frage hin, uns wurde gesagt, die GfK-Quote können wir für 4 Wochen einfach mal knicken. Das finde ich super.